Name ist Chris, wir spielen Red Dead Redemption und da kommen Leute an. Wir gucken mal, was es geht. You always did have that fine way with words. You doing all right, son? Sure, Pop. Can I go see the house? Sure. Just give him some time. He'll warm up. It's quite a place you got here. It's yours. Ours. I should see about that boy. Who's my new rival? Oh, that's Rufus. He's loyal, dumb, and angry, so we reminded us of you. That's your idea of a joke, miss? I guess. Come on! Okay, das war schon. Das ging aber schnell. Ich dachte, es dauert ein bisschen länger, deswegen haben wir beim letzten Mal da Schluss gemacht. Jetzt wäre es ein bisschen kurz, jetzt lassen wir das Ganze. Und, nein, nicht Kapitel 1. Oh, da hatten wir mal Gold. Schön, freue mich. Genau, wir gucken mal kurz hier, wie wir das abgeschlossen haben beim letzten Mal. Ah, 5 Kopftreffer mit dem Bogen. 80% und halt nicht sterben. Na gut. Dann glaube ich, sind das hier die letzten 2%. Oh, wir haben noch einen Hühnerstall. Der läuft. Mal gucken auf die Karte, was das für Missionen sind. Das bestimmt der Junge. Gesellschaft und hier. Okay. Aber wir können hier noch ein bisschen aufgabentechnisch unterwegs sein und machen das nochmal mit. Einen Moment. Ich drücke mal ganz doll den A-Knopf und mal schauen. Sind es wieder? Da sind wir aber noch ein Weilchen unterwegs. Da ist doch noch was drin, da. Oh, hätte ich erstmal das weit entfernte gemacht. Na, macht das, haben wir es jetzt? So, jetzt noch einmal. Ich finde den, der Eimer sieht ein Tick komisch aus. Aber, wer weiß, kann mich auch hören. So, drücken wir mal wie doof den A-Knopf und mal zum nächsten. Brauche ich aber gar nicht mehr drücken, weil schneller wird er nicht. Kann ich auch gedrückt halten. Hallo, Pferd. Da hinten ist noch einer. Oh, instinktiv der Richtige. Schön. Ich glaube, da
dann da die letzte. Machen wir auch gleich noch. Haben wir doch ganz schön was geschafft. Vorsicht, nicht da rein. So. Nicht da reintreten. Ist ja ein großer Pferdeapfel. Oh, wir haben hier Feuer. Eins. Ah, jetzt. Yay. So. Das machen wir auch noch und dann gucken wir noch mal zu den anderen beiden schwarzen Punkten. Und mal schauen, was wir da machen dürfen. Schön. Kommt mir hin. Ach, der stellt ihn gleich hier ab. Sehr gut. Müssen wir mal schauen. Bin doch gespannt. Wir gucken noch mal, ob es noch zwei Pünktchen gibt. Warte, kleine Moment, wir machen das mal hier auf der Karte. Ja. Läuft nur dick falsch. Wir müssen mal in die Richtung uns begeben. Echt jetzt? Ah, das ist alles so weit weg. Das nervt. Wir machen gleich mal das weit entfernteste. Wobei ich jetzt nicht weiß. Das fast weit entfernteste. Ablegen. Bin mal gespannt, was dann die letzte Mission ist. Und Aufgabe. Sind ja Aufgaben, keine Missionen. Wieder halte ich den A-Knopf gedrückt, bis wir hoffentlich, oder dass wir hoffentlich einen Tick schneller sind. Aber wirklich nur einen Tick. Mal gucken, ja, was uns dann erwartet. Gehen wir eigentlich jeden Abend hier rum und machen jede Lampe einzeln an? Und ist da so viel drin, dass die den nächsten Tag leer ist? Also von alleine ausgeht? Oder machen wir den nächsten Morgen aus? Würde mich mal interessieren. So, die nächsten beiden sind nicht ganz so weit entfernt, aber schaffen wir, denke ich mal, auch. In der Scheune sind. Könnte fast sein. Kleine Tür, geh auf.
Ah ja, in der Scheune. Oh, wir haben hier ein Tier drin. Was bist du denn, eine Kuh? Wir haben eine Kuh. Schön. Die erste von vielen. Können wir da gleich melken? Okay. Können wir gleich mal... Was ist denn hier wieder im Weg? Da liegt ein Apfel rum. Den kann man aber auch noch essen. Ah, nein. Kleinen Moment. Machen wir das auch gleich nochmal. Und dann gucken wir, was der Junge möchte. Oder? Nachdem wir hier... Zack. Nicht die Kuh abstechen. Könnt ihr nicht bekommen. Weiß gar nicht, ob wir noch Schulden haben, was das hier gekostet hat. Kenne die Preise nicht vor allem um die 1900. Kuh kann jetzt gemolken werden. Na komm her, meiner. Zack, 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 zack. Ist das jetzt nur Eigenbedarf oder verkaufen wir davon was? Und was mache ich jetzt mit den Eimer stehen lassen? Ja, den lassen wir stehen. Okay, dann holen wir den letzten Heuballen in die Scheune und gucken mal, was wir dann noch für eine Aufgabe haben. Ach, ich bin ein bisschen stolz auf unseren John, dass er sich so gemausert hat, der Kleine. Zack und raus und auch zum letzten schwarzen Punkt. Mal gucken, was uns da erwartet. Ach, da gibt es noch einen. Verzeihung, also auch zum vorletzten schwarzen Punkt. Was haben wir jetzt hier? Ein Sack aufheben. Es sind zwei Säcke. Hühnerstall. Das ist alles sehr weit voneinander entfernt. Das nervt ein bisschen. Aber gut. Wir haben uns ja das Leben ausgesucht. Wir haben davon zwei Säcke. Der andere hat den ähnlichen Weg. Aber wir müssten wieder Gras mähen. Rasen mähen. Also das halt wegmachen. Sieht hier aus. So, Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir mehr als einen Huhn haben. Quasi zwei. Wieder, wir noch kurz den zweiten Sack und danach füttern wir Hühner. Dachte nicht, dass so viel zu tun ist hier. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber gut, haben uns das alles mal angeguckt. So.
gehen wieder den endlosen Weg zurück. Hier sehe ich nicht ein Huhn. Ich höre aber mindestens einen, sollten wir haben. Ach so, auch hier drüben hin. Okay. Und ablegen. So. Jetzt füttern wir die Hühner. Man haben auch schon mal von da drüben sich holen können. Ach, Dummerchen. Du musst jetzt hier ins Gehege rein. Ich sehe echt keins. Ich höre welche, aber ich sehe keins. Jagen wir die jeden Abend? Sperren die dann hier ein und machen auch dann die Tore zu im Stall? Wir gehen davon aus, dass irgendein Huhn hier auf dem Grundstück rumläuft. Okay, ich glaube, der Weg ist es nicht ganz so weit. Mal schauen. Was da Milch drin ist? Noch echt Bio. Krass. Wie ist der dahinter gekommen? Von alleine magisch gerutscht? Man weiß es nicht. Okay, dann schauen wir noch eben fix. Ich sage jetzt mal zum letzten Punkt. Kann sein, dass dann aus denen noch ein weiterer springt. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Was machen wir hier? Holz hacken. Ah, schön, lange nicht mehr gemacht. Dann hacken wir mal Holz. Und zack.
Ich glaube, noch eins haben wir. Einwandfrei. Alles geschafft, erledigt, gemacht, getan. Sehr gut. Okay. Nachdem wir jetzt diesmal so fleißig waren, würde ich sagen, machen wir erstmal an dieser Stelle Schluss und gucken uns dann beim nächsten Mal an, was der Boy, ja, wie wir den beschäftigen können. Bin ich mal gespannt. Mal gucken, was es hier gibt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.